Hallöchen! Heute gibt es meinen Lesemonat, denn der März ist schon wieder rum und es wird Zeit, über die Bücher zu sprechen, die ich im März gelesen habe. Und zwar habe ich als Rezensionsexemplar, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal, von Gorvin Extance oder so ähnlich, Libellen im Kopf bekommen, habe das Ganze gelesen und mich riesig darüber gefreut, dass ich das lesen durfte. Wie ihr seht, ist das auch wirklich das Rezensionsexemplar, also die Ausgabe, nicht die gebundene. Ich überlege noch, mir die gebundene zu holen, denn zu kaufen. Denn mir hat das Buch wirklich gut gefallen. Hier drin geht es ganz unscheinbar erstmal um Abigail. Abigail wohnt mit ihrem Freund Beck zusammen. Direkt zu Beginn begleiten wir Abigail, wie sie in die, oder Abby, wie sie in die Wohnung des Nachbarn kommt oder ja, gelangt. Denn die Tür ist offen und auf das Klopfen reagiert niemand. Sie wollte sich eigentlich nur eine Dose Tomaten borgen. Obwohl sie das nie tun oder sie das nie tut, hat sie das an dem Abend vor. Ja, sie betritt dann die Wohnung und merkt direkt, es fühlt sich anders an. Es fühlt sich so an, als ob da irgendwas passiert sei, als ob da irgendwas nicht stimmt. Sie läuft weiter, kommt in das Wohnzimmer und sieht den Nachbarn ermordet oder zumindest tot. Nicht ermordet. tot in seinem Sessel liegen und ruft daraufhin die Polizei, beziehungsweise erstmal kommt es noch zu einer etwas skurrilen Situation, denn sie raucht erstmal 1,5 Zigaretten, die sie auf dem Sofatisch findet oder Wohnzimmertisch findet, und dann ruft sie die Polizei. Die Polizei muss sie mehrfach bestätigen, beteuern, bekräftigen, dass auch dieser Mann wirklich tot ist. Ich schätze mal, sie wirkt sehr gefasst am Telefon. Ganz genau weiß ich es nicht mehr, ob das auch noch genau beschrieben war. Auf jeden Fall, daraufhin passieren verschiedene Dinge in Abigails Leben und sie handelt, oder der Leser, wir erleben dann, wie sie relativ nachvollziehbar handelt. Andererseits, wenn man sich genau überlegt und wenn man sich so ein bisschen quasi raustritt aus dem Leseprozess, merkt man, eigentlich passt es so gar nicht und es ist vieles übertrieben, es ist vieles, ja, irgendwie schräg. Also ich habe immer das englische Wort odd im Kopf, weil es irgendwie alles nicht so richtig passt. Und ja, wir stoßen dann auch auf die Lösung irgendwann und zwar, was sich schon ziemlich bald oder ziemlich schnell andeutet oder zumindest unterschwellig die ganze Zeit mitschwingt, geht es um eine psychische Erkrankung. Und deswegen hat das alles einen Grund, was sie tut, wie sie was tut. Und ich finde, es ist sehr, sehr toll, sehr eindrucksvoll geschildert, überhaupt nicht überzeichnet, sehr direkt, sehr beklemmend zum Teil. Und eigentlich möchte man immer so ein bisschen in das Buch reinspringen, ihr helfen und ihr zur Seite stehen und eine gute Freundin sein. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe das erste Buch von dem Autor auch hier. War ja ein Mega-Bestseller, Das unerhörte Leben des Alex Woods. Und das möchte ich auf jeden Fall auch demnächst lesen, denn ja, also mit diesem Buch hat mich der Autor gekriegt und ich bin sehr gespannt, wie sein erstes Werk ist. Also absolutes Highlight im März. Kommen wir zu einem weiteren Rezensionsexemplar von Meg Rosseff, Wahrscheinlich Liebe. Das liegt schon eine ganze Weile bei mir. Es tut mir sehr leid. Ich habe mich natürlich trotzdem sehr gefreut, dass ich es bekommen habe, auf meine Anfrage hin. Ich bin dazu gekommen und habe es begonnen zu lesen. Ich muss mal eben die Namen nachschauen. Jonathan Truffaut. Genau. Und der hat zwei Hunde, Dante und Sissy. Oder Dante, Daunt. Wie auch immer, zwei Hunde, die auch hier vorne abgebildet sind. Ich würde jedenfalls mal behaupten, das sind die beiden. Ja, der lebt in New York, findet das alles nicht so optimal, ist nur über so eine, wie soll ich sagen, über so eine Empfehlung über jemand anderen an seinen Beruf gekommen und auch an die Wohnung und passt jetzt auf die Hunde seines Bruders auf. Er mag eigentlich keine Hunde und ja, er kümmert sich mehr so pro forma um die beiden. Direkt zu Beginn auf der ersten Seite heißt es, Jonathan bemerkt, dass die Hunde über ihn reden. Ich dachte mir erst so, okay, könnte interessant werden. Ich habe Enzo sehr geliebt, falls dieser Titel jemandem etwas sagt.
von Garthin Stein. Da geht es um einen Hund, der wird die ganze Geschichte aus der Sicht des Hundes erzählt und das fand ich sehr schön und sehr gut gemacht. Und also habe ich gedacht, das geht vielleicht in die ähnliche Richtung. Dann kommt aber seitenlang nichts mehr darüber oder nicht in dem Maße, dass es das irgendwie belegt oder irgendwie, wie soll ich sagen, einen Zugang bietet. Und dann handelt dieser Jonathan sehr, sehr merkwürdig. Also ich habe es einfach überhaupt nicht verstanden und habe dann gemerkt, wie ich mich die ganze Zeit nur selber beobachte beim Lesen und denke, hä? Was will mir dieses Buch sagen? Und letztendlich habe ich es dann abgebrochen. Es tut mir sehr leid, aber ich konnte es einfach nicht weiterlesen. Ich fand es zu widersprüchlich. Also Jonathan hat eigentlich eine Freundin, möchte einerseits ist sie die tollste, Frau, die er finden könnte und er ist total überglücklich und andererseits möchte er sie gar nicht haben. Dann sind ihm zum einen die Hunde, wie gesagt, nicht besonders wichtig, denn sie sind die Hunde von seinem Bruder. Auf der anderen Seite verteidigt er dann die Hunde gegenüber seiner Freundin und möchte lieber, dass die Hunde bleiben und sie geht. Ja, wie gesagt, ich bin nicht schlau daraus geworden. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand, falls jemand dieses Buch gelesen hat, dass ihr mir einfach mal schreibt, wie ihr das Buch fandet und ob das sich lohnt, das noch vielleicht nochmal anzuschauen. Aber eigentlich habe ich nicht so richtig Lust drauf, weil, wie gesagt, das hat mich alles sehr verwirrt. So, kommen wir zum kleinen Reklamheft und zwar William Shakespeares Ein Sommernachtstraum. Das Ganze habe ich gezogen in meinem Once Upon a Time. Könnt ihr nochmal unter dem i anschauen. Für den März. Das heißt, ich habe das direkt im März gelesen. Zum Glück muss ich ein Stück weit sagen, denn ich hinke mit meinen anderen Büchern schon ein bisschen hinterher. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie auch schon in meinem Once Upon a Time hat es mich sehr an das ja im fränkischen Wortlaut wiedergegebene Stück, das ich letztes Jahr gesehen habe im Sommer, daran erinnert und mich dahin zurückversetzt. Also war sehr, sehr schön. Ja, wie fasse ich euch das Ganze zusammen? Es ist sehr schwierig, es ist ein sehr bekanntes Stück. Ihr solltet es euch auf jeden Fall mal anschauen, wenn ihr die Möglichkeit habt, oder es auch mal lesen. Ich fand das sehr schön. Ich komme nämlich ständig mit allen Namen durcheinander. Deswegen muss ich mal eben mit den Namen spicken. Also, es gibt viele, ich glaube vier Handlungen. Die ganz äußerste Handlung geht um Theseus und Hippolyta. Die sind verlobt und möchten heiraten. Und beauftragen Handwerker, soweit ich das verstanden habe, sind das jedenfalls alles Handwerker, die ein Stück auffüllen sollen anlässlich dieser Hochzeit. Diese Handwerker gehen in den nahegelegenen verzauberten Wald. Und dort passieren dann eben auch die ganzen anderen Handlungsstränge. Und zwar geht es noch um Ägeus, 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 Ägeus. Der hat eine Tochter und zwar Hermia. Hermia ist in Lysander verliebt und mit Helena befreundet. Hermia soll aber Demetrius heiraten, denn Hermias Vater Ägeus findet Demetrius als besseren Schwiegersohn, als passenderen Schwiegersohn als Lysander. Lysander wiederum ist in Hermia verliebt. Helena allerdings ist in Demetrius verliebt. So. Genau. Das heißt, das Ganze könnte sich auflösen, indem Hermia und Lysander ein Pärchen sind und Helena und Demetrius. Aber der Vater möchte es eben genau gesplittet haben, sozusagen. Ja, in dem Wald tauchen noch auf Oberon und Titania. Das sind König und Königin der Elfen. Die beide haben einen Ehestreit und Oberon kommt dann auf die Idee, Droll oder Puck, wie er auch heißt, ein Elf, ein Elf, zu beauftragen, Liebestränke zu verteilen, beziehungsweise Liebeszauber und stiftet damit ganz viel Chaos in diesem Beziehungswirrwarr und Liebeswirrwarr. Und ja, zwischenreihen tauchen eben immer mal wieder auch die Handwerker auf, die ein Stück aufführen wollen. Und zwar geht es in dem Stück, das sie aufführen wollen, um Pyramus und Thisbe. Thisbe.
Und ja, in diesem Stück kommt dann auch ein Löwe vor und eine Wand. Und dann spielt der eine eben eine Wand mit einem winzigen Spalt. Und einer spielt den Löwen, der nur brüllen muss. Ja, ich fand es sehr unterhaltsam, sehr schön zu lesen auch nochmal. Und deswegen absolute Empfehlung, guckt euch das mal an. Ich denke, jeder kennt von Shakespeare Romeo und Julia. Schaut euch auch einen Sommernachtstraum einfach mal an. Und zwar ein Manga von Gosho Aoyama, Detective Conan versus Kaito Kid. Hier drin sind die Fälle, in denen Conan auf Kaito Kid trifft und quasi wieder ein Sonderband mit, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, mehreren Fällen, die es zu lösen gilt. Fünf Stück, wenn ich das richtig sehe. Und ja. Ich fand es wieder sehr, sehr schön, sehr angenehm, zwischenrein mal mehr was mit Bildern zu lesen und überhaupt wieder was von Detektiv Conan. Ja, falls euch da mehr interessiert, ich kann auch gerne mal noch ein Video dazu machen, auch zu der Reihe, wenn ihr möchtet. Ich finde es immer sehr schön, wie gesagt, als Abwechslung zwischendurch. So, kommen wir auch noch zu einem Hörbuch. Diesen Monat war irgendwie alles dabei von Isabel Bogdan, Der Pfau, gelesen von Christoph Maria Herbst. Ich liebe ja die Stimme von Christoph Maria Herbst. Der hat auch einen Traum von einem Schiff, heißt es, glaube ich, gelesen. Und ja, ich mag das total gern. Ich bin zwar sonst nicht so ein riesiger Stromberg-Fan und so weiter, aber was er liest, finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Auch zum Beispiel Plötzlich Shakespeare von David Safi hat er gelesen. Sehr, sehr unterhaltsam. Kann ich uneingeschränkt empfehlen. Aber jetzt geht es eben um Der Pfau. Und auf das Ganze bin ich gestoßen über Anne Freitag. Die hat das nämlich in Jeden Freitag und Popescu hatte das einmal erwähnt, dass sie das gerade hört und sehr unterhaltsam findet. Und daraufhin habe ich mir gedacht, dann gucke ich mir das doch mal an. Beziehungsweise höre es mir mal an. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht, habe immer mal wieder den Anfang reingehört, aber bin irgendwie nie fertig geworden damit. Und jetzt hatte ich Urlaub und die Zeit, das irgendwie mal auf die Reihe zu kriegen. Ja, abgesehen davon erwähne ich das auch nochmal in meiner Lesewoche im März. Könnt ihr auch gerne euch mal anschauen. Da habe ich 5 Tage euch ein bisschen mitgenommen. Es ist nicht so richtig geworden, aber ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, der Pfau. Worum dreht sich's da? Es geht eigentlich um ein Anwesen, ein großes, das den Macintoshs gehört. Lady und Lord Macintosh, die bewirten, wie auch immer, bewirtschaften das Ganze. In den Westflügel kommt dann eine Gruppe von Bankern zu einer zu einer Teambuilding-Mission, Ausbildung, also zu einem Teambuilding kommt eine Gruppe von Bankern aus London. Glaube ich. Die Haushälterin der Macintosh hat derweil kurz vorher quasi beim Aufräumen und Herrichten des Westflügels sich den Arm gebrochen. Das heißt, die ist etwas eingeschränkt und dementsprechend haben Lord und Lady Macintosh mehr zu tun. Diese Gruppe von Bankern bringt die Chefin mit und natürlich die Dame, die dieses Teambuilding-Seminar macht und eine Köchin. Und es ist einfach sehr unterhaltsam, weil es vollkommen ernst daherkommt. Das heißt, diese Gruppe soll dann natürlich bestimmte Aufgaben tun. Das ist für Banker oder ich sage jetzt mal für überhaupt Büromenschen so nicht unbedingt immer nachvollziehbar, warum und was sie da tun sollen. Der Pfau kommt dann ins Spiel, beziehungsweise wird vorher schon vorgestellt, da der Lord ein Faible für Tiere hat und unter anderem eben auch Pfauen. Und die hatte, ich glaube, 2 Stück zu Beginn und 2 Männchen, 3 Weibchen oder so ähnlich. Und hatte die wunderbare Vorstellung, dass sie dann ganz herrlich ja, Frühling, Sommer Räder schlagen und man das schön auf der Wiese sitzend quasi sehen kann und die ein Stück weit auch schmücken, dieses ganze Anwesen beziehungsweise das ganze Gelände, auf dem die verschiedenen Gebäude stehen, die ihnen gehören. Das ist nicht der Fall und einer der Pfauen, der dreht ein bisschen durch und ist etwas,
ja, ich sag mal, allergisch, etwas ja, auf Blau. Alles, was blau ist. Und da kommt schon vorher zu einem bestimmten Zwischenfall, aber als diese Bankerinnen eben eintreffen, hofft dann der Lord, dass dieser Pfau sich etwas zurückhält oder beziehungsweise wieder sich geändert hat, die Geschlechtsreife abgeschlossen ist, wie auch immer, und deswegen dann nicht mehr ganz so verrückt auf blaue Dinge ist. Der Pfau stürzt sich dann allerdings auf den Wagen der Chefin von dieser Gruppe und der Lord verschweigt das Ganze. Möchte dann natürlich aber das Problem aus der Welt schaffen und treibt die Pfauen alle weg von dem Haus und möchte sie alle in einem Waldstück ein bisschen verborgen halten vor dieser Gruppe von Bankern und eben damit dem Problem entgehen, dass dieser Pfau vielleicht noch mehr anrichtet. Das Ganze klappt nicht so richtig, wie er möchte, und dementsprechend kommt dann zum Schluss, okay, er muss diesen Pfau erschießen. Das tut er dann auch, und was dann in Folge mit diesem Pfau passiert, herrlich ausgedacht, herrlich erzählt, also eine ganz tolle Geschichte, finde ich. Wer dann ganz zum Schluss was weiß und warum und von wem erfährt, herrlich. Also wirklich, ich habe mir am Ende gedacht, das kann es doch gar nicht geben. So eine tolle Geschichte, so zum einen auch so toll aufgebaut, dass man nicht das Gefühl hat, es ist wild konstruiert, sondern es ist wirklich so lustig, als ob man ein Teil davon ist und mitkriegt so irgendwie irgendwann, das ist, kann doch gar nicht sein. Das ist, der weiß das, der weiß das, der weiß das. Und wenn alle alles wüssten, wäre es eine ganz andere Geschichte. Und ja, das macht den Reiz daran aus und ich finde das sehr, sehr schön. Also schaut es euch mal an. Ich würde es euch eben, wie gesagt, als Hörbuch empfehlen, da ich es als Hörbuch gehört habe und mir denke, dass es da auch einfach sehr unterhaltsam ist, das von Christoph Maria Herbst erzählt zu bekommen. So, wir kommen zu meinem absoluten Monatshighlight. Ich liebe dieses Buch. Habe ich auch in besagter Lesewoche mehrfach erwähnt. Anne Freitag, den Mund voll ungesagter Dinge. Das Ganze ist von Anne Freitag auf der Buchmesse für mich signiert worden. Obwohl ich sie bei einem Gespräch gestört habe. Es tut mir nochmal leid. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Sie hat wunderbar reagiert, total sympathisch. Vielen, vielen Dank dafür. War mein Highlight der Messe, da die Messe ansonsten nicht so toll für mich verlaufen ist, weil es mir dann recht schnell recht schlecht ging und ich dann recht früh wieder gehen musste von der Messe, leider. Aber dieses Highlight konnte ich trotzdem mitnehmen und ja, wird ewig in meinem Herzen bleiben. Das Ganze ist das zweite Buch, das ich von Anne Freitag gelesen habe. Mein Bestseller letzter Sommer habe ich auch schon gelesen und geliebt. Vielleicht nicht ganz so sehr gehypt wie der Rest, aber doch, wenn ich so auch so im Nachhinein noch drüber nachdenke, dann weiß ich noch sehr viel davon und das macht letztendlich ein gutes Buch aus. Ein sehr gutes Buch. Dieses Buch werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Es hat mich, wie es so manch einer hier schon mal auf BookTube erwähnt hat, zerrissen zurückgelassen. Worum dreht sich es überhaupt? Dieses Buch ist Ende März erschienen und es ist ein Wunder, dass ich es gekauft, signiert und dann so schnell gelesen habe. Manchmal soll es sowas auch geben. Auf jeden Fall, es dreht sich alles um Sophie. Sophie zieht mit ihrem Vater von Hamburg nach München und zwar, weil ihr Vater eine Frau, Lena, kennengelernt und lieben gelernt hat. Und mit der möchte er zusammenziehen. Lena hat zwei Söhne, Leon und Valentin. Leon ist ein ganz, ganz putziger. Ich habe mich furchtbar in ihn verliebt. Also ich hätte gern auch so einen kleinen Leon als Bruder. Sophie ist damit gar nicht begeistert und findet es gar nicht schön, denn wir erfahren, vorher ist schon ihr bester Freund Lukas weggezogen nach Paris zu seiner Liebe. Ich kann leider deren Namen nicht aussprechen. Er ist bestimmt sehr schön, aber ich habe keine Ahnung, weil französische Namen ist für mich noch so ein Buch mit sieben Siegeln. Sophie ist also gar nicht begeistert und lernt dann aber die Nachbarin, das Nachbarsmädchen Alex kennen. Alex ist ja, ein Stück weit ganz anders, offen, fröhlich, sehr lebensbejahend, habe ich den Eindruck. Und Sophie ist etwas ja, deprimiert, zurückgezogen und möchte auch gar nicht so viel Kontakt mit der Außenwelt haben. Die beiden erleben viel zusammen, entwickeln eine wunderbare Freundschaft. Und ich sage mal so, ich möchte gar nicht viel mehr darüber erzählen, denn ich wusste,
Ich glaube, nicht mal das, was ich jetzt erzählt habe, wusste ich vorher über dieses Buch und ich wollte es trotzdem unbedingt lesen. Was ich aber sagen kann, es ist ein Buch, das es schafft, Dinge, Situationen, Gegebenheiten zu beschreiben, für die ich meine, man müsste mindestens 3 Seiten schreiben, vom Gefühl her, um das ausdrücken zu können. Und Anne Freitag schafft das in wenigen Worten, ohne es zu benennen, weil es gibt für manche Dinge kein Wort. Für manche Geräusche, für manche Bewegungen, für manche, ja, Gegebenheiten. Und das macht für mich dieses Buch aus, denn die Sprache ist so, so schön. Ich kann da keinen einzelnen Satz rauspicken und sagen, oh, das war der schönste Satz, denn jeder Satz hier drin ist schön und jeder Satz passt genau und nimmt mich mit. Und das, obwohl ich schon, ja, schon länger so ein bisschen das Gefühl habe, ich muss nicht unbedingt noch aus dem Gefühlsleben, aus dem spätpubertären Leben einer 17-Jährigen etwas lesen. Und trotzdem schafft es mich, genau da zu treffen und genau da mitzunehmen. Und ich habe das Gefühl, als, ja, als ob ich die beiden jetzt kenne. Und das ist herrlich. Und die beiden haben etwas erlebt, erfahren, ganz viel, nicht nur etwas. Und ja, mir fehlen die Worte. Ich habe den Mund voll ungesagter Dinge und weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll, damit ihr es alle lest. Denn ich bin überzeugt und begeistert davon. Und für mich ist es im Moment das beste Buch von Anne Freitag, denn ich kenne noch nicht alle von ihr. Und für mich ist es doch etwas besser noch als mein bester letzter Sommer, obwohl das alle geliebt haben. Für mich ist das hier irgendwie das Schätzchen. Ja, also, lauft alle los und holt euch dieses Buch, kauft es, lest es bei diesem tollen Wetter, das wir im Moment noch haben und liebt es am besten genauso sehr, wie ich es geliebt habe. Ich hoffe, so böse es vielleicht klingen mag, es lässt euch genauso zerrissen zurück wie mich. Ich erwarte sehnsüchtig, auch wenn diese Worte nicht passen, aber ich erwarte sehnsüchtig das nächste Buch. Und freue mich da jetzt schon sehr drauf. So, und als letztes noch ein Carlsen-Comic und zwar Sherlock, ein Fall von Pink. Das Ganze hat mich, wie soll ich sagen, nur die Aufmerksamkeit bekommen, weil es von anderen Booktubern oder Bookstagrammern ja, gezeigt wurde, denn ich wäre wahrscheinlich sonst nicht darauf aufmerksam geworden. Da ich Sherlock oder zumindest die BBC-Serie von Sherlock liebe, wie viele, denke ich, habe ich mir den gekauft und habe ihn auch gleich durchgesuchtet. Das ist auch so ein Fall von, ist gerade erst erschienen und ich habe es durchgesuchtet. Das ist sehr, sehr selten bei mir. Aber ja, irgendwie musste das im März so sein. Das Ganze ist zu Beginn auch noch ein bisschen koloriert, dann im weiteren Verlauf natürlich nicht mehr, wie bei den meisten Manga. Und hinten drauf ist noch Watson. Ich muss sagen, ich fand es sehr schön gemacht und sehr schön, nochmal diesen Fall mitzufiebern, auch wenn ich den mittlerweile fast in- und auswendig kenne. Ja, ich bin gespannt, wie es damit weitergeht und halt ab sofort auch die Augen und Ohren offen danach. So, was waren denn eure Highlights im März? Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach einen Kommentar da lasst oder einen Daumen nach oben. Und wenn ihr Lust habt, dann abonniert mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder mit reinschaut, wenn ich euch ein bisschen was über Bücher erzähle. Tschüss! Kommen wir zu einem weiteren Oh Gott. So, es ging auch weiter mit einem Manga und zwar von Gosho Aoi. Au. Jedes Mal.